Hey Leute, warte, willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 3. Ich muss mal kurz echt mit dem Spiel schimpfen, denn ich verstehe das Marketing vom Spiel einfach nicht. Es gibt ein Bloons Tower Defense 5, das ist ein Browser-Game. Es gibt ein Bloons Tower Defense 5, das ist ein Handy-Game. Und es gibt das, was wir hier spielen, und zwar ein Bloons Tower Defense 5, das ist ein Steam-Spiel. Warum heißen die Spiele alle gleich, sind aber eigentlich alles unterschiedliche Spiele? Das erste Level haben wir ja schon in der Browser-Version gemacht, deswegen mache ich es jetzt nicht nochmal. Das Level sieht lustig aus. Die Sprintstrecke. Kann ich die machen? Ja, kann ich machen. Dann machen wir die auf Medium. Play. Okay. In diesem Spiel muss man Affen setzen und man muss Ballons kaputt schießen. Und ich kann jetzt die Musik ausmachen. Okay, dann starten wir jetzt mal mit der ersten Runde. Ich weiß nicht, wie viele Runden es gibt. Go! 65 Runden gibt es. Okay, dann kommen jetzt die Ballons und die werden jetzt brutal abgeschlachtet. Tut mir auch ein bisschen leid für die Ballons. Ein kleines bisschen tut es mir leid. Okay, hier in der Version sieht man jetzt aber, wann die das nächste Upgrade kriegen, die Einheiten. Ich weiß gar nicht, wann ich den richtig setzen soll. Muss man ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo der gut platziert ist. Hier vorne vielleicht? Nicht wirklich, ne? Ich glaube, diese Einheit ist super nutzlos in dieser Challenge. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die setze ich überhaupt nicht. Ich glaube, die bringt wirklich überhaupt nichts. Nee, sorry. Setze ich nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, wo die was bringen soll. Aber ich hoffe, das klappt jetzt trotzdem. Das klappt, ja. Ich wüsste nicht, wo ich die... Deswegen setze ich am besten gar nicht. So, der Dart Monkey hat ein Upgrade gekriegt mit besserer Reichweite. Deswegen upgrade ich den jetzt mal. Pam. 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 Und ich spiele hauptsächlich Spiele, worauf ihr Lust habt. Und ihr hattet sehr viel Lust auf diese Spiele. Deswegen spielen wir mal diese Spiele hier. Da stand auch bei mir in den Kommentaren, dass der Sniper einfach eine unendliche Reichweite immer hat, wenn er gesetzt ist. Also wenn ich jetzt einen Sniper setze, dann kann er theoretisch immer alles treffen. Deswegen hauen wir die mal wirklich raus, sobald wir die Kohle dafür haben. Das ist jetzt der Fall. Ich gehe mal hier hin und er kann jetzt immer alles treffen. Oder? Schießt er? Okay, er kann immer alles treffen. Cool. Sniper liefert ab. Ich glaube, ich gleich noch ein paar Sniper hier in die Mitte. Vielleicht sind die ja verdammt gut. Ich weiß noch nicht, welche Einheiten stark sind. So, das stand noch nicht in den Kommentaren. Aber der Boomerang-Affe ist ja einer meiner Lieblinge gewesen auf der anderen Map. Weil hier ist die Form ganz anders als in den gesamten anderen Maps. Auf den anderen Maps war der Boomerang cool, weil da konnte der mehrere Einheiten gleichzeitig treffen, die da so in der Reichweite waren. Und da war es ziemlich praktisch. Ey, die Sniper sind echt gut aktuell. Vielleicht soll ich mal mehr Sniper einsetzen. Weil die Sniper liefern schon echt gut ab hier vorne. Muss man einfach sagen, die liefern echt schon ab mit ihrer Reichweite, auch richtig stark auf der Map, glaube ich. Ja, ich glaube, die Sniper ist wirklich vielleicht mit die beste Einheit hier auf der Map. Kann sein, dass es total Schwachsinn ist, aber die treffen ja alles. Ich glaube, das ist richtig, richtig stark. Einfach weiter die Sniper upgraden. Ich glaube, das ist einfach der Weg. Ist einfach der Weg. Die ist... oh Gott, Moment, Moment, Moment. Sind das schon welche in ihrer dritten Runde? Nicht gut. Wir sind in der zweiten Runde. Es gibt ja drei Runden. Okay, wir müssen echt irgendwas noch upgraden. Das gefällt mir nicht, dass sie in der zweiten Runde schon sind. Ja, was soll ich denn upgraden? Was soll ich denn upgraden? Ich könnte noch einen Kleber setzen. Ah, Dart Monkeys kann ich upgraden. Ja, okay. Muss ich. Dann sind die ja noch nutzloser. Komm. Ah, kann ich mich nicht holen? Okay, dann warten wir kurz. So. Ja, wobei, es wird schon kritischer. Es wird schon kritischer gerade. Ja, nee. Ich muss vielleicht mal einen anderen setzen irgendwo. Vielleicht setzen wir mal einen anderen. Und zwar, wo soll ich den setzen? Hier hin. 3, 2, 1, Ananas! Oh, shit. Oder oben sind welche in der dritten Runde. Oh Gott. Ich brauch's mehr Ananas. Mehr Ananas, bitte. Oh Gott. Oh nein. Hab ich zurückgepokert. Kommen wir durch? Wir haben auf jeden Fall ordentlich Leben verloren. Ja, wir haben ordentlich Leben verloren. Es passt jetzt schon, aber es ist zu schwach, was ich gesetzt habe. Ich muss vielleicht noch einen Kleber setzen. Oder mal eine Bombe setzen einfach. Einfach mal eine Bombe setzen. Monkey Ace habe ich freigeschaltet. Der sollte ziemlich gut sein, glaube ich. Aber ich kann den noch upgraden. Macht das Sinn? Ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, ehrlich gesagt. Wow. Continue. Kann ich mir das erkaufen? Es kostet echt Geld, hier weiterzuspielen. Gut, dann haben wir es jetzt nicht geschafft. Wow. Ich habe das Level nicht geschafft. Ich muss jetzt von ganz vorne nochmal anfangen, oder wo fange ich an? Wo fange ich denn jetzt an? Ich habe die ganzen Einheiten, ich fange von ganz vorne wieder an. I fucked up. No, please, Spiel, bitte nicht, ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe nicht drauf geachtet, bitte töte mich jetzt nicht. Bitte nicht. Oh.
Warum? Okay, wir sind wieder da, wo wir eben waren. Ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt einfach ganz viele Ninjas gemacht. Ich glaube, so viele muss ich gar nicht setzen. Es wird wieder so enden wie eben. Ich werde einfach chillen, ich werde ein bisschen zu viel chillen, nämlich irgendwann kaputt gehen. Wahrscheinlich sehr, sehr schnell kaputt gehen. So, ja. Wow. Wie kann das sein? Es ist immer mega gechillt und dann fange ich auf einmal an zu reden und dann werde ich mega überrannt. Wirklich mega überrannt. Ich habe jetzt das Spiel auf easy geswitcht, einfach weil ich keine rationale Erklärung dafür gefunden habe. Warum es für, keine Ahnung, sagen wir mal, 53 Runden extrem gut läuft, die nicht mal ansatzweise in die dritte Reihe kommen und dann Runde 54, die mich einfach überrennen. Und da hatte ich keine Lust, einfach so viel Zeit zu investieren für Frust und deswegen habe ich es auf easy gestellt. Und easy sieht auch relativ easy aus, aber jetzt, wo ich das gesagt habe, wird es wahrscheinlich jetzt einfach so sein, dass ich überrannt werde. Immer wenn ich sage, ey, das ist jetzt easy, werde ich überrannt. Wobei, es sieht gut aus. Nee, okay, ich werde diese Runde nicht überrannt, vielleicht nächste Runde erst. Danke, Spiel. Danke, Spiel, dass du so nett bist und mich jetzt nächste Runde überrennst. Sehr, sehr gnädig. Pam. Aber ich sitze hier jetzt so lange dran, dass ich ganz viele neue Einheiten freigeschaltet habe. Zum Beispiel den Heli-Piloten. Mächtige Angriffe, bla 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 bla. Ja gut, du fliegst Patrouille, dann sehen wir dich mal. Keine Ahnung, hier hin. Oh ja, ich kann echt selbst steuern. Alles wirklich cool. Hey, ich flieg ein Heli. Aber Moment, ich will es lieber automatisch haben. Komm. Okay, mach er jetzt. Okay. Coole Einheit. Was haben wir noch für eine Einheit freigeschaltet? Heli hat einen Upgrade gekriegt. Wow, okay. Pam. Ah, was haben wir noch freigeschaltet? Spike Factory, nö, ist mir egal. Der Heli ist echt cool. Wie viele Runden haben wir noch zum Heli? Wir haben noch 3 Runden, okay. Jetzt sind wir 2 Runden. Alles gut. Alles gut. Können wir irgendwas upgraden? Ja, das können wir upgraden. Cool. Ansonsten ballern wir jetzt einfach alles kaputt. Das ist einfach auch so eine Lehre fürs Leben. Wenn es mal nicht läuft, einfach den Schwierigkeitsgrad ein bisschen nach unten stellen und dann haben wir einfach alles ein bisschen leichter. Ja, eine Menge. Wird sehr, sehr leicht. Okay. Noch den Super Monkey platzieren. Einfach, weil wir es können. Hier vorne. Pam. Pam. Warum auch nicht? Warum auch nicht den Super Monkey platzieren? Der Heli, also den Heli mag ich. Ich weiß nicht, ob er wirklich stark ist, aber ich finde, er sieht cool aus und auch, dass man selbst steuern kann. Gibt ihm schon so einen kleinen Bonus für mich. Ist schon sehr, sehr cool. Ist auch die letzte Runde jetzt. Und geschafft. Hey, ich muss es nur auf easy stellen, dann schaffe ich's. Auch im tausendsten Versuch. Okay. Und das war eine der Maps vom Bloons Tower Defense. Ich war, also, er hat Bock gemacht, aber halt, es ist komisch so schwer geworden. Es gibt nicht alles für Maps. Habt ihr eine Lieblingsmap, die ich mal spielen soll, dann mache ich auf jeden Fall noch ein Part dazu. Und auf jeden Fall entscheidet euer Feedback, ob ich noch mehr dazu mache oder nicht. Und auch Entschuldigung, dass gestern Fox in kein Video kam. Aber wenn ich keine Lust auf ein Video habe, dann mache ich auch kein Video. Es ist ja noch ein Hobby für mich. Deswegen kann ich auch einfach mal ein paar Tage Pause machen. Aber es wird nicht oft vorkommen, dass länger als 1-2 Tage Pause sind. Und dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Und ciao.